Schöne Fasnacht, vorwärts, Marsch! Salut du! Schön, dass du da bist. Heute gehen wir einmal zu einem Larvenbau. Bin gespannt und komm mit. Ja, und dir? Auch nicht schlecht, so kurz vor der Weihnachten. Ja. Was machst du da für dich? Ich habe Geschäftsleitung hier in Allschwil. Obwohl wir bleiben jetzt nicht mehr lange in Allschwil. Wir zögeln jetzt über Weihnachten auf Münchenstein. Weißt du oder kannst du uns sagen, was ist der Trend? Der Trend von einer Fasnacht, von einer Larve, von der Basel-Fasnacht? Gibt es da Trends, die du herausfindest oder wo du denkst, es könnte etwas passieren? Also bei den Wackis ist es viel mehr, dass sie immer größere Wände köpfen. Das war schon mal, dann war es wieder kleiner. Und Pfeifer, die wollen eher wieder kleinere Larven. Und viele wollen auch wieder Gesichtsläfchen mit Gummiband. Was ist dein Favorit? Mein Favorit ist natürlich der oben mit langen Fäcken. Hä? Ein Wackis mit langen Fäcken. Das ist nicht ein absoluter Geil. Läufst du an der Fasnacht auch mit Zockeli? Nein, ich laufe an der Fasnacht nicht mit Zockeli. Ich laufe mit Zockeli. Nein, ich laufe ohne Zockeli. Wir laufen mit guten Schuhen. Aber das ist ein anderes Thema. Das werde ich euch dann nochmal sagen, was ich an der Fasnacht mache. Das werde ich dir dann nochmal sagen, was ich an der Fasnacht mache. Ist Zockeli laufen an der Fasnacht, ist das bequem? Das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt. Mit Zockeli kriegst du keine kalten, keine nassen und keine warmen Füße. Du kriegst einfach immer nur gute Füße. Shall we begin? Schöne Fasnacht, vorwärts, Marsch! Let's begin now. Schöne Fasnacht. Was machst du eigentlich du an der Fasnacht? Ich mache das ja keine Fasnacht. Das heisst, ich tue nicht pfeifen bei meiner Glinke, sondern ich habe jetzt ein Grosskind, das jährig ist. Und ich genieße es jetzt mit dem. Es ist so schnell gross. Und ich genieße jetzt mit ihm am Dienstag sicher ein kleines Zügli machen. Wir haben alle die gleichen Kostüme, selbst 8. So gut. Und sonst tue ich am Strassenrand. Du darfst zwar nicht laut sagen, aber ich stehe auch mal am Strassenrand stehen und sehe halt auch mal die schönen Kostüme, die Larven, die du sonst eigentlich nicht siehst. Was machst denn du dort? Wir verkaufen, wir beraten, weil alles Larven, was an Larven gaschieren, man sagt eben nicht mehr gaschieren, ausstreichen, das wird alles in Rotfro gemacht. Wir den Leuten sagen, wie die Larven aussehen sollen. Wir machen auch die Mahlzettel machen.
die Leute sagen uns, ich möchte gerne so einen oder so einen. Traurigen Ausblick oder einen fröhlichen Ausblick. Und das können wir alles auf den Mahlzettel machen und die in den Job kommen, können das umsetzen. Michel, Angelo, wie geht's dir? Geht gut. Ich denke, ich komme noch schon kurz vor der Weihnachten vorbei. Was machst du da? Was ich hier mache? Genau. Ich bin Larvenmacher. Das heisst, ich tue die Larven anpassen, konstruieren, kreieren und so weiter. Wie viele Larven machen die pro Jahr? Das ist eine gute Frage. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Mhm. Wir arbeiten ungefähr mit 120 verschiedenen Gruppen. Darf ich euch bitten, ins heilige Buch von der Schellenfasner.ch euch zu ewigen und wünsche euch ganz schönen Fest, ganz schönen Rutsch. Wirklich spannend gewesen, könnt ihr toll abonnieren. Ich hoffe, es war etwas für dich drin gewesen, hier beim Dildi. Hast du ein paar Sachen rausnehmen. Und jetzt noch etwas Kurioses rund um Basler Fasner. Im 2002 ist am Morgenstreich um 3.59 Uhr das Licht abgegangen von der Stadtwelt. So viel zur Basler Fasnacht. Hier ist ein FCB-Wackis. Ich glaube und ich weiss, dass der FCB nächstes Jahr Schweizer Meister wieder wird. Zusammen!